Die Schlacht am Siebenstein. Taktische und strategische Überlegungen zu dem Krieg. Auch wenn sich Varena bemüht, möglichst unauffällig nach Norden auszuscheren, bleibt nicht unbemerkt, dass sie sich mit ihrem Drachen und einer kleinen, beweglichen Streitmacht Richtung Mitternacht begibt. In Balio reagiert Burggräfin Adariel Nordvolk von Moosgrund umgehend auf die Nachricht, dass die Drachenmeisterin in die Mitternacht vorgedrungen ist, und ruft zum gräflichen Herbern. Wie im ritterlichen Weiden üblich, treffen sich Adariel und Ilkold mit ihrem jeweiligen Gefolge im Vorfeld, um mögliche Bedingungen einer Kapitulation zu besprechen und sich bei einem gescheiterten Verhandlung zur Schlacht zu verabreden. Also da wir, was Kavallerie angeht, recht gut aufgestellt sind, würde ich versuchen, die irgendwie zu einer Feldschlacht zu bringen. So dass die Kavallerie denen dann gut in die Seiten fallen kann. Unsere Kavallerie ist zwar gut, aber wird nicht herausragend befehligt. Und darauf wird es dann am Ende ankommen. Ja. Ich finde, dass die Söldner schon einiges besser sind, da die den besseren Anführer haben. Also, die Kavallerie, also das, ja genau, du hast schon recht mit dem Problem mit dem Anführer, aber wenn wir so auf leichte Gegner schicken, dann sind die halt trotzdem ziemlich gut. Weil zum Beispiel, dass sie eben den Schützen in die Flanke fallen oder irgendwelche Fußkämpfer von der Seite erwischen oder von hinten erwischen, dann wären sie natürlich ideal. Vielleicht, wenn man erstmal rausgeht, also jetzt hier von da runter geht und sich so ein bisschen aufstellt, und dann mal schaut, was Mersingen anstellt. Die Überlebenden würde ich tatsächlich erstmal zurückhalten und in Deckung behalten, damit die im Zweifel noch in die Flanke fallen können. Also ich würde erstmal den Forst vor uns auskundschaften lassen. Richtig? Mhm. Wenn möglich, dort vielleicht ein Banner von der Kavallerie sich verstecken lassen. Also dass die dann von dort aus, wenn irgendwas ist, zur Hilfe eilen können, beziehungsweise den Gegner eine Flanke fallen können. Ja, das klingt gut. Also was ich halt echt vermeiden würde, einfach aufgrund dessen, dass wir gute Kavallerie haben, dass wir wirklich an den Wänden kämpfen, oder an den Mauern kämpfen müssen. Die Frage ist, wie lockt man die Gegner raus? Weil die haben keinen Zwang, erstmal rauszukommen. Wenn es eine Burg ist, dann kann man auf eine längere Belagerung sie aushungern, bloß dafür bräuchte man um einiges mehr Truppen, vielleicht Belagerungsmaschinen, was wir alles nicht haben. Also, dann wie soll man die Leute rausbekommen? Eine Belagerung steht nicht so. Also, wir haben nicht die Truppen für eine Belagerung. Genau. Also was funktionieren könnte, ist, dass man ihnen mit der Miliz und der leichten Infanterie einen Köder hinwirft, die anstürmen lässt und dann relativ schnell wieder abzieht und dann schaut, ob sie rauskommen. Allerdings ist das halt ein Risiko, dass ich weiß nicht, ob wir das eingehen wollen. Wenn wir Zweifel sagen, einfach, okay, wieso sollten sie rausstürmen? Genau. Also die haben keinen Grund. Die können von ihren Mauern aus, wenn sie Bogen haben, schießen. Denn töten sie vielleicht 10, 15 Leute, verletzen sie, ist abgeschlagen, wir stehen weiter davor und denken uns nur Scheiße. Ja. Also hätten wir Magier, könnten wir was einreißen. Ich weiß, Magier haben wir ja sicherlich nicht dabei. Nee. Das Problem ist halt, dass wir keine Ahnung haben, was da alles drin ist. Keine Informationslage. Ja. Also wenn müssten wir eigentlich, also ich glaube, erster Schritt, den Wald hier aussperren, ist eine gute Idee. Und da zumindest ein Banner Kavallerie platzieren, einfach, dass wir die schon mal vor Ort haben. Zum Ausspähen aber sollte Infanterie, man mit einmal Infanterie und einmal Kavallerie. Genau. Weil Kavallerie im Wald kämpfen ist für die Scheiße. Zum Ausspähen die Infanterie vorschicken und dann Kavallerie sich platzieren lassen. Genau, also hier und so rüber. Und dann wieder rausziehen, die Infanterie. Wie sind denn die Distanzen? 1:1.
Okay. Ja, dann sind das 200 Schritt von der jetzigen Position aus. Das heißt... Okay, ja, dann sperren wir erstmal den Wald aus. Schauen, ob da irgendwas drin ist und dann sehen wir weiter. Ja, vermutlich dann mit der Kavallerie, ja? Also Infanterie. Mit der Infanterie. Ja, also zunächst das Banner Infanterie hier reinziehen. Ja, gut. Gedeckt von der Kavallerie eben, also dass die so ein bisschen in der Nähe bleiben. Mhm. Passiert nichts. Okay, gut. Dann die Kavallerie platzieren im Wald und die Infanterie wieder zurückziehen. Kavallerie platzieren und die Infanterie zurück. So geschehen. Gut. Mal das schon mal. So, und jetzt? Ja, du hast ja gesagt, weiter runterziehen, dass wir offen zu sehen sind. Mit der Miliz und Infanterie. Als Köder halt auf den Abstand, sodass die mit Bogen nicht angreifen können. Also ungefähr hier, oder? Ja, dass man die halt sozusagen als Futter vorwirft. Beziehungsweise würden wir es noch hinbekommen, einmal Kavallerie unten zu den Söldnereinheiten hinzubekommen. Also so, dass die unentdeckt bleiben. Ja, das Problem ist. Nee. Ja, genau. Okay, lieber habe ich so, dass die hier alleine sind und zwar langsam, aber wenigstens überraschend angreifen können. Also ihr wisst auf alle, also ihr wisst auch, dass diese Kavallerie hier, die ist jetzt im Wald, aber der Feind weiß davon. Ne? Also das geht nicht unentdeckt. Das Problem ist, ihr seid A in der Unterzahl und B greift ihr tagsüber dann an. Und dadurch können die, wenn die irgendwie Speer haben, das sind halt nur 200 Schritt, die werden schon sehen, dass wenn ihr euch von dort aus bewegt, dass ihr dann irgendwie in diesem Wald verschwindet, das ist denen schon klar. Ja, stimmt schon. Gut, okay, ich hätte das im Dunkeln gemacht, aber habe ich nicht gesagt, ja. Wir müssen die da irgendwie rausbekommen. Okay, aber zumindest wissen wir, dass der Wald sicher ist zunächst, dann können wir schon mal die Kavallerie ist jetzt da drin, aber es hilft halt nichts, weil die stehen da und machen nichts. Wie gesagt, wir können ja erstmal Infanterie hier aufstellen, Kavallerie in den Flanken jeweils und die Miliz auch so ein bisschen im Zentrum uns unterstützen. Ja? Wollen wir denn wirklich den Kampf mit einer offenen Feldschlacht beginnen und Ehre präsentieren? Also die sehen eh, wie viel wir haben. Bis auf die Söldner würde ich jetzt behaupten, dass die unentdeckt sind. Ja. Also, wir müssen halt gucken, dass die rauskommen, dass sie sich auf einen Feldschlacht einlassen. Weil anders können wir nicht, weil mit Kavallerie gegen eine Burg anzurennen ist schwachsinnig. Ja. Also. Und einen Trupp für Belagerungswaffen haben wir sicherlich nicht dabei, der Belagerungswaffen herstellen kann. Also ich glaube tatsächlich, dass wir die beste Chance haben, wenn wir uns einfach hinstellen und schauen, ob sie die Herausforderung annehmen. Weil wenn wir gegen die Wände anlaufen, wir wissen nicht, wie viele da drin sind. So können wir, also in der Feldschlacht können wir immer noch die Kavallerie nutzen, an den Wänden sind wir hoffnungslos am Arsch. Haben wir das Gelände ausgekundschaftet? Sind wir uns sicher, dass nur drinnen welche sein können oder auch da im hinteren Bereich, wo wir keine Truppen stationiert haben? Nein, haben wir nicht, aber können wir jetzt auch nicht, weil es ist ja hell, beziehungsweise dafür wären vielleicht Helden sehr nützlich. Also ihr könnt auf alle Fälle Infanterie oder Kavallerie in den Wald schicken und spähen, das geht auf alle Fälle, kein Problem. Bloß, ich würde ungern unser Heer teilen, weil dann könnten sie, weil sie ja zwei Ausgänge haben, vier sogar, könnten sie das eine Heer in den Rücken fallen, beziehungsweise wenn sie da ausspähen, das überrennen und dann haben wir ein Heer, also weniger. Zumal, wenn ich sehe, ist das hier eh eine Steilwand. Also wenn, können sie nur hier durch und das sehen wir früh genug. Also ob jetzt hier jemand drin ist, das ist jetzt erstmal egal. Aber das wäre eine Möglichkeit, ein
Trupp vorher auszuschalten, bevor es zur Schlacht kommt. Also das, was du eben angezeigt hattest, ist ein kleiner Bach. Ach so. Durchaus schlammig. Und du hast dann natürlich auch im Norden eine kleine Erhebung. Aber erstmal das, was du eben angezeigt hattest, das war ein Bach. Also, okay. Vielleicht lassen wir die Söldnereinheit da einmal im Kreis gegen den Uhrzeigersinn rumpatrouillieren. Dann werden sie aber gesehen. Wenn sie tiefer im Wald gehen und nur einzelne zum Spähen raus an dem Waldrand gehen. Aber wenn wir Pech haben, sitzt da der Drache drin und frisst sie einfach. Die Söldnereinheit ist aber auch die erste, die sich da verteidigen kann. Aber nicht alleine. Mit Unterstützung von anderen schon, aber alleine kriegen die den Höhlendrachen auch nicht hin. Dann die Söldnereinheit unten lang, dann Kavallerie-Banner oben. Kavallerie ist im Wald ganz schlecht. Ja, stimmt. Und da unten die ganze Ecke ist auch Wald. Aber als es dann wirklich zum Kampf kommen sollte, wollen wir auch mit den Söldnerbannern nicht im Wald kämpfen gegen einen Höhlendrachen. Ja, wobei im Wald ist er wahrscheinlich noch am ungefährlichsten, weil ihm da selber die Bäume im Weg stehen. Dann, was wollen wir da lang schicken? Wollen wir da überhaupt irgendwas langschicken oder lassen wir das im Umklaren? Also ich hätte höchstens Helden dort lang geschickt. Ja. Ich hätte definitiv sollten wir unser Heer nicht spalten. Also nicht zu sehr. Dann lasst uns doch die Speereinheit von den Söldnern in den Wald schicken und schauen, ob sie da irgendwas entdecken. Also im Prinzip Ardo und seine Leute. Wir können auch Unterhändler schicken. Das ist auch interessant. Ja, wo wollen wir die jetzt positionieren? Da unten rechts. Also ich würde die Söldner hier, die Söldner, nicht die Söldner, sondern die Speer hier reinschicken, um das zu überprüfen. Und solange die Einheiten hier, weil die sind eh schon gesehen, die können wir auch hier schon mal in Kampfposition stellen. Ja? Ja. Gut. Dann rücken die Infanteristen hier runter. Wie kann man die denn drehen? Du kannst sie drehen, indem du schiebst sie einmal Haube. Dann klickst du sie an und kannst damit Steuerung, Shift, Mausrad, kannst du sie beliebig fein rotieren. Ah, okay. Ja. Okay, das heißt, ihr kündigt die offene Feldschlacht mit der Infanterie an. Und die Kavallerie kommt natürlich auch noch, ja. Miliz im Rücken, um zu unterstützen. Gut, das heißt, die Miliz soll unterstützt eingreifen, falls irgendwo die Flanken aufbrechen. Dann habt ihr die Kavallerie auf der rechten und auf der linken Seite. Mhm. Und postiert euch dann so, dass ihr gerne die offene Feldschlacht sucht. Sollen die Gräfin auch herziehen? Das kannst du gerne tun. Die ist Rondra gefällig, die will in der Mitte sein. Ist auf alle Fälle eine Kriegerin. Das heißt, sie würde sich da nicht ausnehmen und dann ebenso in der Schlacht mit dabei sein. So. Und jetzt halt, während die sich aufstellen, Heldenspeer hier in den Wald schicken. Ja, okay. Heldenspeer in den Wald schicken. Die würden höchstwahrscheinlich sowieso aus der Richtung kommen, weil im Süden irgendwo hier unten liegt dann Hallingen. Das heißt, aus der Richtung würden die Helden dann kommen. Ist natürlich fraglich, ob sie die Information rechtzeitig bringen. Ja, wir suchen ja jetzt erstmal nicht den Kampf, sondern wir stellen uns nur auf und zeigen, hallo, wir sind da. Ja. Ja, aber damit können wir natürlich auch eine Offensive von dem provozieren. Wir wissen nicht, wie die reagieren. Klar. Aber das, dafür haben wir ja hier die Kavallerie als Backup, als Unterstützung und hier die Überlebenden, um in Flanke zu fallen. Also wir wollen ja eigentlich, dass die herkommen. Wir möchten ja eigentlich, da wir mehr Kavallerie als Infanterie haben, müssen die eigentlich rauskommen, dass wir halt eine offene Feldschlacht kämpfen können. Dass wir unsere Übermacht der Kavallerie einsetzen können, weil die ist in der Burg und außerhalb definitiv nichts wert. Ja, ihr könnt auf alle Fälle sehen, es gibt Positionierung im Inneren und man reagiert auf eure Ankündigung.
Infanteristen, die auf die Mauern gezogen werden und dort dann Stellung nehmen, aber die Tore werden nicht geöffnet. Seht ihr eine Möglichkeit, in der ein Unterhändler irgendwie hilfreich sein kann? Wir wissen, das sind Mordbrenner, die eh schon Krieg anfangen. Wissen von ihrer Überzahl? Vom deutlichen Vorteil von ihrer Position aus? Warum sollten die darauf eingehen, auf irgendwelche Forderungen? Ja. Also an sich... An sich fehlen uns zwei Bannerschützen. Ja. Und Zeit. Weil, wenn wir einfach nur unsere Truppen hier platzieren könnten und dann halt eine Versorgungslinie für die hätten, dann könnten wir halt einfach da warten und sie zur Feldschlacht zwingen, weil irgendwann gehen halt ihnen auch die Vorräte aus. Aber das haben wir halt da musst nicht. Du aber auch hinten noch deutlich postieren. Ja, klar. Also natürlich müsstest du dann... Ja. Also selbstverständlich. Aber so ist es eigentlich gerade eine richtig blöde Situation für uns. Vor allem, eigentlich hätte ich noch gerne mindestens zwei Bannerschützen und mindestens zwei, drei Magusse. Oder Magas. Magie und Magä. Oder so. Ja. Die Helden wurden schon losgeschickt, oder? Ob ihr jetzt in Badio eigene Helden habt, das ist natürlich die Frage eines anderen Abenteuers. Aber ihr wisst zumindest die Überlebenden vermuten, dass sich Ardo irgendwo in den westlichen Wäldern aufhält und von Süden dazu stoßt. Das vermuten die Überlebenden. Okay, na gut, dann wissen wir ja, dass wir theoretisch schon Helden da vor Ort haben, die sich das genauer anschauen werden. Hoffentlich. Frage ist, wollen wir warten, bis wir Informationen bekommen? Oder wollen wir, warten und auf Informationen hoffen oder Initiative ergreifen? Ja, auf Informationen hoffen ist natürlich immer blöd. Wir müssen irgendwie Informationen haben und ich denke, wir sollten überlegen, irgendeine Einheit dafür abzustellen. Ich meine, die werden uns in nächster Zeit wohl jetzt nicht frontal angreifen. Die Karte ist nicht allzu groß. Eine Kavallerieeinheit ist relativ schnell. Hat einmal schnell umrundet. Ja, aber wie gesagt, hier in den Wäldern sind die halt langsam und im Zweifel werden sie blöd angegriffen. Zumal hier im Schlamm ist es halt noch blöder für sie zu fliehen. Okay, Frage, Unterhändler, ja oder nein? Oder wollt ihr auf weitere Reaktionen warten? Ich glaube, Unterhändler ist nicht schlecht, um erstmal Zeit zu kaufen. Ja, sehe ich auch so. Gut. Dann schickt ihr eine Gruppe von drei Balior Rittern auf den Weg, die in dem Namen von Adariel an das Fort heranreiten, beziehungsweise an die Feste Siebenstein. Und ihr könnt erkennen, wie sich die Tore öffnen, und zwar hier, und ihr dann eingelassen werdet. Könnt dann an den zahlreichen Mordbrennern und irrhalten Gardisten vorbeireiten und auf dem Platz dann kurz warten gelassen, während ihr seht dann, wie es kurz Absprachen gibt und es weitere Infanteristen gibt. Also tatsächlich, die Unterhändler können aufklären. Es gibt Pioniere im Norden und es gibt weitere Infanteristen, die dann hier in einem Kreis stehen und darauf warten, etwas zu tun zu bekommen. Und ihr könnt erkennen, wie auf euch jemand auf euch zukommt, der eine außergewöhnlich helle Haut hat. Albino ist er noch nicht ganz, aber er hat dunkle Augenringe, die bei seiner hellen Haut besonders auffallen. Er ist sehr großwüchsig und verbeugt sich dann gönnerisch vor euch drei Rittern. Wie ist der Name von euch Rittern? Alsem von Bernfried. Ja, schreibt das einfach in Teamspeak rein dann. Heißen denn Balior? Aventurischer Name des Generator. Mittelländer. Wahrscheinlich Weidener, ne? Weidener. Ja, Weidener und dann Jerswind oder so etwas. Natürlich auch darauf an, ob ihr irgendwie adlig seid oder nicht. Könnt ihr irgendwann mal selber durchklicken und dann verschiedene Namen annehmen. Padua von Gerbalshain. Rotrund Quellenhaus. Ja, schreib dir das in deinen Namen statt Felixilius. Damit die auch nicht ansprechen.
Wir begrüßen euch, meine werten Rittersfreunde. Mein Name ist Ilkold von Drachwil von Ausstein und ich bin der Erbe dieser Ländereien im Namen meines Barons, des Vaters Bochkart. Was verschafft uns die Ehre? Wir verlangen, dass ihr die Feste Siebenstein wieder in die Hand der Gräfin Andariel zurückgebt und eure Plünderungen der Lande hier unterlasst. Das Verlangen wurde gehört und es wird zurückgewiesen. Wie ich bereits sagte, mein Vater ist der Baron Borkat zu Bereinestein. Dementsprechend gehören mir diese Ländereien. Sowohl der Siebenstein als auch Auenstein und der Siebenstein. All dies sind Ländereien, die wir besitzen dürfen. Und wenn ich Truppen aushebe und sie in meine Burg lagere, dann sei dies von der Burggräfin zu erlauben. Und von wem habt ihr das Recht bekommen, Ländereien zu besetzen? Wie ich bereits sagte, mein Vater ist der Baron Borkart. Ich bin sein Erbe. Der erste Erbe. Sagt uns das irgendwas? Der Baron Borkart ist bekannt, das ist tatsächlich der Erbe. Ob er seinem Sohn allerdings diese Legitimation zugesprochen hat, ist eine ganz andere Frage, weil er noch lebt. Dann möchten wir mit eurem Vater sprechen, ob diese Legitimation auch tatsächlich der Wahrheit entspricht. Mein Vater hält sich nicht in diesem Siebenstein auf. Das muss leider abgelehnt werden. Aber ihr dürft euch gerne zurückziehen und dies mit ihm in Ausstein klären. In Ausstein also. Und das müssen wir wiederum zurückweisen. Hier ist das Unterfangen muss jetzt geregelt werden. Darum sind wir hier. Plündereien müssen aufhören. Die Plündereien? Nun, wir nahmen Pereinestein in unseren Besitz, aber dadurch, dass sie so oder so uns gehören, weise ich es erneut von uns zurück, diesen Vorwurf. Ich finde es tatsächlich verstörend, dass die Burggräfin nun gegen uns zieht. Was haben wir getan, dass wir den Unmut von Balio erweckten? Sie haben geplündert? Unsere eigenen Ländereien. Hört zu, Rittersmann. Ihr mögt es vielleicht nicht unbedingt mit Hesinde haben, wohl aber mit Rondra. Trotzdem möchte ich euch darum bemühen, dass ihr zuhört, wenn ich etwas sage. Wir nehmen dies als Offerte, als Beleidigung. Solltet ihr euch nicht zurückziehen, dann leiten wir zum Angriff ein. Und wir sind in der Überzahl. Wir wollen euch nicht in der offenen Feldschlacht begegnen. Aber wir sind hier, um den Willen der Gräfin durchzusetzen. Wir haben euch den Federhandschuh hingeworfen. Wir sind hergekommen mit ausgestreckter Hand. Wir wollten verhandeln. Wenn ihr den Kampf sucht, dann ist das eure Entscheidung. Habt ihr denn die Mittel für eine Belagerung? Seid ihr denn willens heranzureiten? Oder bleibt ihr dort stehen? Seid euch nicht sicher, dass ihr wisst, über welche Mittel wir verfügen. Alles, was wir präsentieren, ist auch das, was wir in der Hinterhand haben. Wo habt ihr denn eure Kriegskunst gelernt? Wo wir unsere Kriegskunst gelernt haben? Nun, an einer guten Akademie, möchte ich meinen. Wir hatten einen Privatlehrer. Die besten Erfahrungen macht man in einer Schlacht. Nun, dann will ich mich fortbilden. Ich bin gewiss, dass ich euren Verband zurückschlagen kann und es tut mir leid, dass ich die Burggräfin so sehr verletzen muss, aber mir bleibt keine andere Wahl. Der Siebenstein gehört uns und wir sind gewillt, nicht ihn abzugeben. Mit wem wir ein Bündnis schließen, obliegt allein uns. Und wenn dies die Werte von Mersing ist, dann ist dem so. Seit jeher gibt es Konflikte in der Wildermark, egal ob Mersingen oder das Haus Rabenmund oder andere. Aber wenn ich mich den Mersings anschließe, dann ist dies mein gut gegebenes Recht. Und wenn ihr das mit euch vereinbaren könnt, solche Personen als Dämonenbündler, als Verbündete zu haben und ihr keine Angst habt, am Ende vor Rethorns Waage zu stehen, dann sei es so. Jedenfalls werdet ihr vor mir gewogen werden. Auf dann. Das wollen wir doch mal sehen. Wenn ihr uns nichts bieten könnt,
Seid gewiss, dass wir nicht herauskommen wollen. Alternativ, was obliegt an euch als Angebot für eine offene Feldschlacht? Welche Versprechungen könnt ihr machen? Nun, jeder eurer Männer diese Burg frei verlassen können. Es wird keine Anklage erhoben. Alles Gestohlene und euch Genommene zurückgegeben wird und jeder Mann diese Ländereien friedlich verlässt. Wir werden darüber nachdenken. Gibt uns doch am besten 2 Tage zum Überlegen. Ich habe 2 Stunden. Genehm. Auf dann, geht. Wir werden euch unsere Mitteilung überbringen. Ja, dann verlassen wir die Burg. Gut. Keine Suizidmission von den Balior-Rittern. Dementsprechend kommen die Informationen über die Pioniere und die Infanterie auch an. Sehen wir auch unten rechts, wo ich mal mit dem Pfeil hinklick? Den Durchbruch? Ja. Ja. Also wir sehen auch, dass dort ein Durchbruch ist in der Mauer. Ja. Ja, danke. Okay. Abgesehen von den Pionieren und den Infanteristen, die wir gesehen haben, ist uns nichts aufgefallen. Die haben Belagerungsgeräte, die Pioniere, aber zurzeit benutzen sie es nicht, weil sie die Feste schon eingenommen haben und nichts weiter verschießen müssen. Also jetzt mit einem Trebuchet oder so etwas auf euch zu schießen, würde bei so einer losen Formation keinen Sinn ergeben. Aber wenn man tatsächlich draußen stehen würde, sprich hier, und dann mit den Pionieren die Feste einreißen möchte, dann könnte man natürlich darauf kommen, dass dieser Durchbruch von den Pionieren vor einiger Zeit dann errichtet worden ist, als sie den 7. Stein eingenommen haben. Okay. Gut, also das Problem oder die Chance, die wir haben, ist im Prinzip, dass wir jetzt ungefähr wissen, was hier drin ist, was ja in Unterzahl zu uns steht gerade. Wir können aber auch nicht sicher sein, dass sich noch irgendwo in den Häusern Leute versteckt haben. Ja, und ob halt was im Wald ist. Weil wir haben da Helden, aber wir haben immer noch keine Informationen von denen. Ich würde tatsächlich erstmal so unverändert bleiben. Wenn wir die Kavallerie hier hinschicken würden, würden die dann sehen, was hier so ist? Ja, nee, erst wenn ihr da reinreitet. Also selbst wenn hier irgendwas sein sollte, wenn ihr mit der Kavallerie hier reinreitet, seht ihr die noch nicht. Okay. Die sehen euch aber auch nicht. Also die 2 Stunden abwarten und schauen, ob sie ihn zu. Ja. Und die Überlebenden würde ich vielleicht hier hinziehen, einfach nur so ein paar Schritte nach rechts, dass die halt einfach näher dran sind. Mhm, okay. Die Frage ist, ob wir die Kavallerie jetzt nicht hinten rumschicken wegen dem Durchbruch. Ja, Kavallerie in den Häusern, ich glaube nicht, dass das der optimale Punkt ist, wo wir sitzen können. Und vor allem wollen wir da 2 Kavallerietrupps reinschicken. Nö, der Infanterie im Häuserkampf aufgerieben. Ja. Also wenn, müssten wir sie reinschicken, um quasi den Durchbruch zu machen und dann direkt Infanterie dahinter, sodass die den schützen können. Aber das ist, glaube ich, zu schwierig. Moin. Hallo. Connect Willkommen, Euruk. Ich hab erst Dixel sucht hier auf Drachen. Ja, kein Problem. Komm einfach bei Map-Tool rein und kannst mitmachen. Alles klar. Ja, dann warten wir die 2 Stunden erstmal ab und lassen es erstmal so unverändert. Vielleicht noch die Kavallerie ein kleines Stückchen nach vorne. Ich glaube, er hat die Zeit und er wird das auch hinauszögern wollen. Die 2 Stunden wird er jetzt keinen Zug machen. Also er wollte 2 Tage warten, ne? Also er spielt offensichtlich auf Zeit. Genau, also er wird uns jetzt nicht direkt eingreifen. Er will entweder einen Plan formulieren oder wirklich da drin aushören. Das heißt, warum sollten wir was verlieren, wenn wir einen Kavallerietrupp rumschicken, damit wir das einmal ausgespäht haben? Dann können wir uns sicher sein, was da hinten ist und müssen nicht immer damit rechnen, dass da was sein könnte. Würde ich auch zustimmen. Dass wir die Kavallerie, die vorne im Wald ist, jetzt einmal rumschicken,
Und daraufhin müssen sie ja reagieren, weil sie gesehen werden, müssen sie definitiv schon mal eine Infanterie-Gruppe an die Bresche stellen. Weil sonst könnten wir theoretisch reindrängen mit der Kavallerie. Ja, das Problem ist halt, dass hier ein ziemlich schlammiger Fluss ist. Also in jedem Fall wird die Kavallerie dabei verlangsamt. Also sowohl wenn sie flieht, als auch wenn sie angreift. Nur, dass wir das im Hinterkopf behalten. Deswegen haben wir oben nah am Bach eine Einheit Kavalleristen und unten die Söldnereinheit. Also sollte da am Bach was passieren, an den äußeren Rändern haben wir Truppen, die der Kavallerie zu Hilfe kommen können. Also wagen wir es mit der Kavallerie? Wollen wir gleich 2 Kavallerieeinheiten schicken? Zur Sicherheit? Das wäre unsere, also wir haben 3 Einheiten, dann es wäre schon sichtlich auffällig, wenn da auf einmal 2 Kavallerieeinheiten fehlen. Die sehen, wo die hinreiten. Also wir müssen uns da keine Illusionen machen, dass sie das nicht sehen würden. Die merken ganz genau, dass wir unsere Einheiten hier losschicken. Ja. Die Sache ist bloß, dass ich jeden Kampf hier hinten vermeiden wollen würde. Und einfach nur dafür zu sorgen, mit 2 Einheiten haben wir einen größeren Spielraum, um wieder wegzukommen, um einfach kurz und vielleicht auch die ein bisschen vorsichtiger sein zu lassen beim Angreifen. Okay, aber wenn wir im Wald auf Feinde treffen, dann müssen wir sowieso fliehen. Wir können mit der Kavallerie im Wald nicht kämpfen. Ja. Gut, dann machen wir es so. 2 Einheiten und im weiten Bogen einmal außenrum. Genau, hab momentan keine Leertaste. Gut, das heißt, ihr nehmt die beiden hier? Jo. Ja, wollen wir nicht eine, die noch da steht, damit wir die da im Wald zur Sicherheit haben? Das setzt ja auch unseren Kontrollbereich. Weil sie könnten doch entgegengesetzt rumreiten, einer links rum, einer rechts rum und sich dann, wo wir treffen, bei den anderen. Jo, klar, so dachte ich auch. Ach so, ja gut, so können wir es auch machen. Dann die bleiben hier stehen, die reiten da rein und die reiten hier rum rein. Halt im weiten Bogen, sodass es dass uns nicht von der Burg aus mit einem Bogen beschießen können. Ja, 50 Meter für die Bögen. Also das sollte doch nicht das Problem sein. Wollt ihr in diesen Wald reinreiten? Wollt ihr da dran vorbeireiten? Oder wollt ihr hier dran vorbeireiten? Durchreiten mit einer Einheit, sodass die von außen denken, okay, wir haben diesen Wald aufgeklärt. Gut. Ja, genau. Ja, also hier stimmt. Durch und dann darüber. Wenn wir da nicht durchreiten würden, dann würden wir damit eine Truppenposition verraten. Genau. Okay, dann reitet ihr einmal von Norden und einmal von Süden ein in den Siebensteinschen Wald und trefft auf beiden Seiten auf Kavallerie. Einmal hier und einmal hier. Die warten dort und hätten euch in die Seite gefallen. Dadurch, dass ihr jetzt direkt hineinreitet, kommt es zu einem Scharmützel sowohl hier als auch hier. Ja, 2 Kavallerieeinheiten treffen sich im Wald. Coole Sache. Ja, das Problem ist halt, dass die hier wollten natürlich nicht im Wald kämpfen, sondern wollten euch dann in die Flanke fallen, so wie es jeder gute Stratege macht, dass man dann eben von den Seiten in die Flanken fällt. Und ihr habt auf alle Fälle schon mal hier günstig gewählt. Hättet ihr dann nämlich hier Aufstellung genommen, dann wäre ich euch schon in die Flanken gefallen. Aber so können wir auf alle Fälle schon einmal die ersten Scharmützel würfeln. Dazu gucken wir uns kurz einmal die Moral und die Professionalität an. Ich decke bei mir die Kavallerie auf. Steuerung F. Wir haben bei euch Q5 M3, also den Balior Ritterband. Das sind meisterliche Leute und die haben eine durchschnittliche, eine zweifelnde Moral, einfach aufgrund der verheerenden Situation in kurzer Zeit. Und wir haben auf der anderen Seite die Kavallerie Q3 M4. Das nur einmal als Hintergrund. Spitzel und Kundschafter. Informationen über die Größe der Zusammensetzung des feindlichen Heeres. Das ist an dieser Stelle nicht so sehr gegeben. Ihr trefft mit einem Banner auf einen Banner. Und wirklich viel gespäht macht da kein großes Ding. Ihr könnt mal bitte die Modifikationen aufschreiben. Und zwar, wir beginnen einmal mit dem Wald +1. Dann kann es sogar bei euch sein, dass wir in Hügel landen und in den Auen sind. Ich meine, Auenstein ist nicht weit. Dementsprechend gebe ich euch im Norden noch einmal eine +2. Die bekomme ich natürlich auch.
Aber es ist kein Sumpf. Also es ist einmal eine plus 1 für den Wald und einmal eine plus 2 für das Gelände. Ich markiere das gerade sonst mal. Ich gehe mal davon aus, beide sind schwere Reitereien. Warte mal kurz. So, städtische Umgebung ist es nicht. Leichte Befestigung? Nein. Differenz Moral. So, die Differenz der Moral. Meine Moral ist, das muss ich gerade mal schauen, M4 und eure ist M3. Das heißt, meine sind einen Punkt überlegen und ich bekomme eine minus 2 auf meinen Wert. Ich zwar eine plus 1 durch den Wald. Plus 2 durch das schwierige Gelände, minus 2 für mich. Ihr bekommt keinen Modifikator dort, weil das nur die höhere. Aber Differenz Professionalität. Da habe ich eine Q3 und ihr habt eine Q5. Das sind 2 Punkte Unterschied und pro 2 sind es 6 Punkte. Das heißt, ihr bekommt 6 Erleichterung. Geländekunde. Für den Wald ist gegeben auf beiden Seiten minus 3. Ortskenntnis für euch nicht gegeben, für mich auch noch nicht gegeben. Die sind halt neu. Das Wetter ist herbstig, aber schlechtes Wetter ist es nicht. Nee, ist es nicht. Hinterhalt und Überraschung, das gucke ich mir gleich mal an, denn ihr ahnt vielleicht, aber ich kann es trotzdem mal versuchen mit einer vorbereitenden Kriegskunstprobe, ob ich den Hinterhalt ordentlich gelegt habe. Q4 Meisterperson, Kriegskunde. Das ist Wissenstalent, ne? Ja. Ich würfel auf die 14, 14, 14 mit einem THW von 10. Dann habe ich 10 Punkte übrig, bekomme aber nur ein Drittel davon, ne? Ja. Das heißt, unser Anführer kann da eine Kriegskunstprobe gegenwürfeln, um das zu erkennen? Oder? Nee. Wir sind jetzt gerade an dieser Stelle und ich bekomme jetzt einfach 3 Punkte Erleichterung aus meinem Hinterhalt. Spitzel und Kundschafter, die Helden sind zurzeit noch nicht da. Besondere Heldentaten, das wird dann alles eben retrospektiv abgehandelt. So. Überzahl, die gleiche Heeresgröße, ist dann für uns beide eine plus 5. Weil 50 gegen 50 kämpfen. Ihr habt eine leichte Reiterei, schwere Reiterei. Schwer. Der Baliot, Ritterbann. Offenes Gelände Wald ist eine plus 3 für euch und eine plus 3 für mich. Beziehungsweise schwieriges Gelände Hügel und Auen ist sogar eine plus 5. Ich würde uns sogar dann beiden eine plus 5 geben. Durch die Waffengattung und die Geländemodifikatoren. Gut, dann rechnen wir das einmal alles zusammen. Ich mache mir gerade einen Rechner auf. Meine Probe ist um 5 erschwert insgesamt. Und um 4, glaube ich, richtig. Eure ist um 4 erschwert? Plus 1, plus 2, minus 6, minus 3, plus 5, plus 5. Na, richtig, oder? Hat jemand noch mitgeschrieben? Ja. Du hast keine Hinterhaltsprobe, ne? Also die minus 3 kriegst du nicht. Nee, das ist von der Geländekunde. Gut. Okay, dann können wir gegeneinander würfeln. Und ich würfel wieder mit meiner 14, 14, 14, 10 und da habe einen plus 5. Wo würfelt ihr eigentlich? Bei Fantasy Grounds. Da habe ich mich gerade eingeloggt, da war irgendwie nichts. Wir haben keinen Zugriff auf den Q3-MPC, deswegen würfel ich einfach mal 3W20. Der liegt gerade bei Schoko. Ich bin bei Fantasy Grounds drin, ich kann 3W20 würfeln. Ja, kannst du machen. Hager hat gerade gewürfelt. Alles klar. 15, ja. 12, 19. Leider schlecht. War Schippen. So, warte mal, ich muss gerade mal. Nee, es gibt keine Schicksalspunkte. Schoko. Den Eigentümer löschen. Und du hattest einen Q3-NPC, hattest du, ne? Die würfeln auf die 13, 13, 13. Das heißt, Probemisslung. Mit 7 Sternchen. So, ist jetzt die Frage, weil die Differenz zählt. Ich vermute, ihr werdet hoffnungslos aufkriegen, zumindest oben. Da fehlen einmal 2 Punkte auf die 15 und von der 13 auf die 19 sind es wie viel? 6. 6. Jo. Dann fehlen euch einmal 6 und einmal 2 Punkte sind 8. 8. Euer THW ist 7 und erschwert ist es um 5. Das heißt, ihr habt effektiv 2 Punkte übrig, die ihr benutzen könntet. Dann fehlen euch 6 Punkte.
Und meine Probe war gelungen. Ich hatte einen 10er THW, hatte eine 5er Erschwernis und ich habe meine mit minus 5 geschafft. Dann gucken wir uns mal die Differenz an. Eigene THP-Stern minus die Gegner THP-Stern. Und das ist von 5 auf 6 sind das 11. Das heißt, das sind 87% der Truppen. Genau, 87% sagen wir einfach mal 85%. Kavallerie von euch. Minus 85% im ersten Scharmützeldurchlauf. Und dann können wir eigentlich, ich gucke gerade nochmal bei mir sind es 13, bei mir sind es 15% Verlust. Minus 15%. Läuft ja schon mal super. Das ist dies hier. Aber vielleicht die. Und dann müssen wir den unteren noch einmal auswürfeln. Da das sind keine Auen mehr. Ja doch, das sind auch Auen. So wie die hier gerade an dem Fluss kämpfen, das ist auch eine Au. Ja, das würfelt wer von euch? Ja, das ist die gleiche Probe für euch. Ich hier wieder mit einem effektiven THW von 5. Soll ich mal? Ja, mach du. Ich habe legendär schlechte Würfel, mach du. Doppel 1. Ja, ach, Halleluja. Nee, das war er. Was? Ich hab die Doppel 1 gewürfelt. Fuck. Ich habe eine 7,29 gewürfelt. Ja, dann fehlen dir einmal 7 Punkte auf die 13. Das heißt, du hast effektiv 2 Punkte zum Ausgleichen. Dir fehlen aber 7 sind minus 5. Und ich habe eigentlich 5 Punkte, durch die Doppel-1 sind es dann aber effektiv minus, also du hast eine plus 5, Entschuldigung, plus 5. Das sind maximale Verluste, 94%. Und ich habe 10. Dann habt ihr 94%? Ja. Wow. Das minus deswegen würde ich beide zusammen loschen. Und wie ist es bei mir? Ich habe 13, ich habe 12. Bei den Würfen hätte der Truppenvorteil tatsächlich auch keinen Unterschied gemacht. Ja, aber dann wäre man gar nicht was unten mit gewesen. 5% Verlust. Kavallerie 5% Verlust. Doppel 1 ist natürlich Banner egal. Kann man eigentlich vergessen. Gut, das war das erste Scharmützel. Ich vermute, wollt ihr fliehen oder wollt ihr den Wald weiter auskundschaften? Wollt ihr weiter auf die Kavallerie draufhacken? Ich glaube, die Einheiten sind fast komplett aufgerieben. Ja. Die werden beide fliehen, sicherlich. Ein Drittel ist tot, ein Drittel ist verwundet und ein Drittel könnte normal weitermachen. Beziehungsweise, was war das? Ein Drittel flieht, ein Drittel ist verwundet, ein Drittel ist tot. So. Die kann man vergessen. Die kann man gleich rausnehmen. Die werden wir gleich zusammenführen und schauen, wie viele wir da noch von haben. Das verwundeten Banner. Gut, das heißt, ihr dreht von da und auch von da wieder ab? Ja. Ja, gut. Dann könnt ihr wieder fliehen, dorthin, und dann eröffnere ich meinen Kampf. Das heißt, warte, ich setze euch mal dahin und dahin, und die folgen euch. Dahin und dahin. Und Alupir, mein Q7, Drachen-NPC, stürmt gemeinsam mit Varina von Mersing von dieser Position aus in diese Position. Über die Au und der Kampf beginnt. Ich wusste doch, dass der noch kommt. Damit stürmt aber auch die Infanterie aus dem Turm. Die bleiben noch zurück und die Pioniere bleiben auch an der Ort und Stelle. Weiter geht's. Ich würde sagen, wir nutzen die Kavallerieeinheit, um die hier zu erledigen. Ich hätte die Kavallerieeinheit genommen, um die Infanterieeinheit zu brechen und mit den anderen zwei Infanterieeinheiten und der Miliz und der Gräfin auf die andere, dass wir so schnell wie möglich die Infanterieeinheiten erstmal wegbekommen. Also mit denen fangen spielen? Richtig. Und hier rein und da drauf und Miliz. Ja. Ich würde warten, bis wir an die Vorbeizone sind und denen an den Rücken fallen. Ja, okay, so können wir es auch machen. Und die oberen, die müssen wir leider zu lange beschäftigen, dann irgendwie weghalten von der Stellung. Also wahrscheinlich müssen wir es nach Norden führen, vielleicht. So, was wollt ihr tun?
Also die lassen wir näher rankommen. Ja. Fallen damit der Kavallerie denen in den Rücken. Okay. Nutzen die Miliz, um die hier noch zu beschäftigen. Genau, das ist das typische Bindenmanöver. Das heißt, ihr bindet eine Infanterie mit einer Infanterie. Mhm. Das heißt, die sind in einer großen Formation, in einer großen Front sind die gebunden. Ja, die Gräfin ist natürlich mit dabei. Ja. Wir könnten gehen von Norden nach Süden. Ist die Miliz mit Piken bewaffnet, sodass sie die Infanterie da unterstützen könnte? Die könnt ihr quasi beliebig hinschicken. Ob die wirklich effektiv sind, ist was anderes. Das ist Q1. Ich hätte jetzt wieder die Reiterei an der Miliz vorbeigeführt, die Infanterie, und die von hinten sagen, beide sagen, touchiert und wieder. Beide sagen, die hinteren Reihen abrasieren. Und dann müsste ich überlegen, ob sie sich dem Lied weiter zuwenden oder ob sie die Reiterei im Rücken behalten wollen. Das hier, ne? Das sind Infanteristen, ne? Das sind keine Kavalleristen. Ich meine die Infanterie im Norden, die gebunden sind. Die im Norden, achso, hier. Genau. Ja, was wolltest du jetzt mit denen hier machen? Die vorbeiführen an dieser Infanterie und die hinteren Reihen von der Infanterie absäbeln. Okay. Was du gerne machen möchtest. Aber beide vorbeireiten an beiden sozusagen. Die beiden. Du musst halt jetzt irgendwie erstmal das eine Banner, du musst halt das eine Infanteriebanner musst du erstmal wegschammelzeln. Okay. Was machen wir mit der? Die fliehen weiter. Die fliehen weiter und versuchen, die beschäftigt zu halten. Und vielleicht die Miliz hier vorher hinpacken, weil die können wir eigentlich vergessen. Um die Kavallerie zumindest ein bisschen aufzuhalten. Was macht ihr mit denen? Die reiten auch weiter? Ja, allerdings würde ich sie so rumreiten lassen. So rumreiten lassen. Aber dann treffen die Verwundeten auf die anderen Verfolger zusammen. Oder die können sich umentscheiden, hier auf die unteren Verwundeten zu gehen. Die obere Kavallerieeinheit. Oh, die kümmern sich um die zweite Infanterieeinheit da oben in der Mitte. Wieder. Mhm. Also hier so rein. Genau. Ja, aber so 94% Verlust. Letzter verzweifelter Ansturm. Damit die Kavallerie für anfangen. Wie viele waren das denn? Wie viel ist so ein Trupp? 50. 50, ja. Das sind 4 Mann. Ja, also. Verwirrungsdriften. Die 4 Mann müssen wir da nicht hinschicken. Gibt es einen Bonus, weil man Feinde im Rücken hat? Ja, aber ihr seid auch krass in der Unterzahl. Also kannst du es versuchen, da wird nicht so viel passieren. Also ich würde die Miliz noch hinter die zweite Infanteriegruppe zu bringen. Hier meinst du? Ja, ich sehe schon. Allerdings haben wir immer noch hier die Kavallerie und da die Kavallerie. Die machen die einfach nieder. So, was macht ihr mit dieser Kavallerie? Die steht jetzt aktuell hier. Ich will jetzt wissen, was die hier macht. Drei. Lass sie wegreiten, dass die fliehen. Das sind 4 Mann. Feiern sich mit der Oberen vielleicht. Ja, die reiten hier einen Bogen out of map und werden sich dann mit den anderen Verwundeten vereinen und nach ein paar Runden wiederkommen oder nach einer guten Zeit. Alles klar. Was tut ihr mit dem Banner Infanteristen der Söldnereinheit, die Überlebenden? Immer noch verstecken, würde ich sagen. Gut, ja. Ich wollte nur sagen, das sind Infanteristen, die haben nicht so eine hohe Reichweite wie Kavallerie. Diese Kavalleristen, die eben die Doppel-1 gewürfelt haben, 5% Verluste, reiten hier ran und würden euch ganz gerne ebenso in den Kampf fallen. Alupnir hatte eben schon eröffnet, der ist also von hier aus dahin geritten und das sind im Prinzip die Bewegung. Dann können wir diese Scharmützel hier abarbeiten und Infanterie gegen Infanterie würfeln. Dann eure Infanterie ist Q2 M3. Pioniere, meine Infanteristen, das ist Q4 M4. Das sind die Mordbrenner. Meine Kavallerie ist zwar nicht so stark, aber die Infanterie so besser. Übrigens, ich gebe mal die Pioniere frei, weil die gerade nicht kämpfen. Die haben halt nur eine Angriffsstärke von Q2. Die Infanteristen, wir gehen wieder auf offenes Gelände. Ich gebe mir eine -1 und die bekommt ihr auch. Ihr kämpft nicht in den Hügeln, nicht in den Auen. Es ist nicht städtisch, es ist nicht befestigt. Differenzmoral, -2 Punkte pro, bin bei 4. Ihr seid bei 3. Das sind -2 für mich, ihr bekommt nichts. Differenz Professionalität. Ich bin bei 4, ihr seid bei 2.
2. Sind minus 6 Punkte für mich. Geländekunde, ja, ist egal, weil das sind jetzt irgendwie, das ist kein Wald, das ist halt gar nichts. Schlechtes Wetter, es ist kein Hinterhalt, Spitze, Kundschafter, Belagerungsgerät, besondere Heldentaten. Überzahl, Unterzahl. Ich würfel erst einmal die Infanterie und danach können wir die Kavallerie würfeln. Aktuell sind es gleiche Heeresgrößen, das heißt plus 5 für uns beide. Und es ist leichtes Fußvolk, schweres Fußvolk. Schweres Fußvolk, ne? Ein schweres, ja. Und wir befinden uns im offenen Gelände, ist eine minus 3 für uns beide. Dann, summa summarum, ich bin bei minus 1, minus 2, minus 6, plus 5, minus 3. Ich bin bei plus 1. Ihr habt eine plus 1? Ja. Minus 1, minus 2, minus 6, plus 5, minus 3. Dann bin ich bei einer minus 7. Dann würfel ich wieder die Mordbrenner sind nicht so sehr gut. Die sind halt auch nur Q3 bei den Anführern. Das heißt, ich würfel auch auf die 13, 13, 13. Und ihr könnt das ebenso tun. Jetzt wäre anders. Mach ich diesmal. Ja. Ja, mach mal. Wie gut du. Gut, damit habt ihr alle Punkte übrig. Ihr habt einen THW von 7 und mit einer Erschwernis von 1 bleiben euch 6 Punkte. Das heißt, ihr habt eine minus 6. Und ich habe, da fehlen mir 3 Punkte. Auch alle Punkte übrig. Ich habe aber eine minus 7. Das heißt, mir bleiben minus 7. Differenz ist 1. Und dann sind wir irgendwo hier. Das heißt, 50% Verlust. Uns beide. Schinks hier auf uns Holt. 50% Verlust bezeichnest ja, du als Holt? Klar, im Schlimmeres. Ja, 95% zum Beispiel. Richtig. Gut, dann kommt hier aber noch eine frische Kavallerieeinheit in den Rücken dieser Infanterieeinheit und dementsprechend können wir das dann auch einmal auswürfeln. Dürfen die sich wehren, ihr habt? Ja, das werden wir uns jetzt einmal gesondert angucken. Und zwar, das ist das gleiche nochmal. Ja, ist das jetzt eine Überzahl? Es ist ein Hinterhalt. Macht mal eine Kriegskunstprobe. Ich habe noch nicht gewürfelt, da mache ich jetzt. Um den Hinterhalt vorzubereiten. Oh Gott, oh Gott. Dann kriegt ihr keine Hinterhaltspunkte. Weil es werden euch dann so oder so von den restlichen Sternchen geteilt durch 3. Das sind dann die effektiven, die ihr noch aufgeschlagen bekommt. Aber ihr habt jetzt auch kein gemischtes Heer, sondern ihr habt jetzt leichte Reiterei. Schwere Reiterei im offenen Gelände ist eine Kriegskunstprobe minus 7. Könnt ihr die nochmal würfeln? Oh Gott, die 19. Ja, da gehen dann unsere minus 7 rein. Das heißt... Ja, dann... Trotzdem alle Punkte übrig. Dann habt ihr eigentlich nur alle Punkte übrig, genau. Das heißt, ihr startet mit einer 0. Dann würfel ich für mich mal die Unterzahl. 50%. Das heißt, ich gebe mir mal eine plus 12. Und mache aus meiner minus 7, die ich eben hatte, eine plus 12, die ich aufschlage. Wow, doppelt 20. Das gefällt mir. Das ist doch mal ein fairer Ausgleich. Ja, ich wollte gerade sagen, also dann fühlt sich das nicht ganz so triumphierend an. Dann habe ich auf meiner Seite 94% Verlust. Moment. Die 50 schiebe ich nämlich mal hier auf diesen unteren Balken. Eigentlich ausgelöscht. 95% Verlust. Die werden dann auch fliehen. Moment, das ist die Kavallerie, das ist die Infanterie. Die werden in die nördlichen Wälder. Das war Scharmützel in dieser Region. Nächste Kampfrunde. Was wollt ihr tun? Wir fangen hier oben an mit dieser Kavallerie. Die ist immer noch bei 85%. Trotzdem, wir haben die unteren noch nicht gewürfelt. Doch. Die haben wir am Anfang. Da war es ein 50-50 auf beiden Seiten. So, ich würde die Kavallerie... Wir fangen mit dieser an. Ich glaube, wir reimen die Miliz auf, ne? Ich meine, wir müssen die Kavallerie dann noch kurz weghalten, bis wir... Ich würde die beiden zusammenführen wieder, dass man ja, wie ein halbwegs vernünftiges
Kavallerie-Regiment hat. Hier sammeln. Dann zu einer Einheit machen mit wenig. Ja, alles klar. Also die verletzten Pferde, die Verwundeten, die Geflohenen, die Geflüchteten, die könnt ihr natürlich irgendwann wieder einsammeln. Die werden dann mit Sam sicherlich wieder auftauchen mit Schimpf und Schande als Fahnenflüchtige. Oder sie werden als neuer Banditen in der Wildermark bekannt. Ja. Diese Kavallerie wird natürlich ebenso den Kampf suchen. Und ich werde sie... Kommt natürlich jetzt drauf an. Ich werde sie euch erstmal hier hinziehen. Wenn ihr euch jetzt entscheidet, mit dieser Kavallerie diese Infanteristen einzubinden, dann können die euch genauso in den Rücken fallen. Das nur als Hinweis. Aber die stürmen genauso heran. Also ich würde die Kavallerie umdrehen lassen, um die andere Kavallerie anzugreifen. Und den die Infanterie noch hinterher schicken, die obere Reihe Infanterie. Ja, aber also Kavallerie braucht immer Anritt, immer. Und aktuell standen sie, weil sie den Infanteristen komplett in den Rücken gefallen sind. Die sind im Stehen, die müssen komplett neu anreiten. Ja, das ist zu wenig Platz. Die können nicht rechtzeitig umdrehen und die Leute erwischen. Wenn sie drauf. Denn nee, ich würde dann die Infanterie vorziehen, um gegen die Kavallerie vorzugehen, um die zu binden und dann mit den anderen Kavallerie rumreiten, um den Angriff zu starten. Also diese Kavallerie ist hier angeritten. Ich möchte jetzt erstmal wissen, also die fliehen jetzt, die wollen jetzt fliehen. Die könnt ihr natürlich auch weiter versuchen zu vernichten, aber die würden ganz gerne in diese Richtung abdrehen. Ja, die sind weg. Also die haben wir komplett ausgelöscht. Also die können wir ignorieren. Die Kavallerie wollten ja sowieso hier vorbei chargen und beide mitnehmen. Warum macht ihr das nicht einfach weiter? Und die hat immer noch keinen Anlauf. Die stehen. Ich würde die auf die südliche Kavallerie schicken. So, reichen hier jetzt 30 Schritte, nicht? Also das würde reichen, aber wie gesagt, also ihr könnt jetzt nicht 180 Grad umdrehen und dann auf kürzeste Distanz in diese hier reinreiten. Das geht nicht. Nö. Ich habe nur gesagt, wenn ihr jetzt stehen bleibt und die aufrührt, dann komme ich euch von hinten ebenso in den Rücken. Also dann verliert ihr die nächste Kavallerieeinheit. Also ich würde sagen, okay. Wir greifen die so an und positionieren dann die Infanteristen hier vorne, um die Kavallerie zu binden. Ja, und die Miliz geht hierhin, um die Kavallerieeinheit abzuhalten, uns in die Seite zu fallen. Genau, dann hoffen wir, dass das Scharmützel da unten in der Kavallerieeinheit, die relativ umkämpft ist, also schnell behoben wird und wir uns dann den Kavallerieeinheiten widmen können. Ja. Gut, das heißt, ihr schickt die Q1, Q2 ist das, ne? Schickt ihr denen entgegen und die reiten dann, die treffen dann auf die Miliz, die sollen die einfach nur kurz weghalten. Ja. Okay, interessant. Varena von Mersing mit ihrem Drachen wird natürlich ebenso versuchen einzugreifen und wird dann von hier aus dorthin. Was tun die Überlebenden? Ist die Frage, wollen wir Verena chargen? Ich würde sie tatsächlich noch eine Runde lassen wollen. Würde sie auch von hinten angreifen wollen, irgendwie. Ja. Wenn Verena es tatsächlich schafft, hier hinzukommen, das sind ja hier Infanterieeinheiten, das sind bis zum Schlachtfeld knapp 200 Schritt. Da brauchen die eine Weile für, also. Sind die langsamer oder schneller als die Dracheneinheit? Du kannst davon ausgehen, dass der Drache ungefähr so, also irgendwo zwischen Pferd und Mensch liegt. Ja, also langsamer. Schneller als die Infanterie auf jeden Fall, die Söldnereinheit unten. Dann müssen die sich eigentlich jetzt schon zeigen. Also, sonst kommen die da nicht mehr schnell genug an. Ja, die Sorge, die ich halt habe, ist, dass wir unsere stärkste Infanterieeinheit jetzt einfach verlieren, weil die hier von der einfach weggeballert wird. Die gehen raus. Verena dreht bei, macht sie fertig. Und dann haben wir einen Drachen in der Seite, der uns jederzeit aufreiben können. Lieber lasse ich sie noch eine Runde laufen, dann hier erstmal die schwachen Einheiten binden, sodass die einen stärkeren Ansturm auf sie haben. Und dann von allen Seiten draufgehen können. Ich bedenke, die Gegner haben in der Festung noch eine Gruppe Infanterie und die Pioniere, die dann auch noch rauskommen können, um unsere anderen Infanterieeinheiten abzufangen. Sobald die sich zeigen. Also im besten Falle haben wir jetzt hier gleich wieder zwei freie Einheiten, die wir dann sowohl für die Kavallerie einsetzen können, als auch für die Kavallerie. Jetzt mal gleich ein bisschen zu weit gedacht. Denkt ihr, es gibt eine Möglichkeit, dass wir uns die Burg übernehmen, während die hier alle gebunden ist mit der Söldnereinheit? Und die restlichen Einheit dort rein positionieren? Kampf mit den Pionieren und der Infanterie aufnehmen. Ich habe halt die Sorge, dass uns dann Verena hier einfach abschlachtet, außen.
Dann haben wir zwar die Burg, aber einen Drachen vor der Haustür. Ja, und dann können sie mit den restlichen Einheiten und einem Drachen die Burg wieder einnehmen. Da ist eine Bresche drin. Das wird die eine Infanterieeinheit nicht halten können. So, ich brauche eine Entscheidung. Was tut ihr diese Runde mit den Überlebenden? Ich würde Varina schon ziehen lassen, nach Norden, oder Osten, Westen, wie auch immer. Gut, das heißt, ihr wartet ab und seht euch an, wie die Situation sich entwickelt. Ja. Dieser Kampfverband versucht sich zu verbinden, das dauert allerdings, die tun diese Runde nichts. Diese hier fliehen weiter, das haben sie eben schon getan, diese reiten an und werden, ja tatsächlich, wenn ihr jetzt die Infanterie vorzieht, dann können wir das an dieser Stelle auswürfeln. 50 gegen 50, wir gucken auf... Überzahl, nee, Unterzahl. Gibt es nicht? Unterzahl. Kavallerie hat Unterzahl. Minus 50 ja. Prozent haben die schon. Minus 50? 15. 15. Dann sind die in... Ach, Leute, weniger haben die sozusagen knapp. Ja, ich muss gerade überlegen, ist das eine 10-prozentige Unterzahl? Also 15 Prozent. Moment, 50 mal 0,15. 0,75, also 7,5. 7 sind 8 Leute, die denen fehlen. Das heißt, sie haben noch 42. Ja. 42 Leute, ich sag einfach mal, das sind 25%. Was gebe ich denn dann? Plus 8 auf die Kriegskundeprobe. Und ihr seid in der Überzahl, das ist eine plus minus 0. Dann. Ihr habt schweres Fußvolk im offenen Gelände. Ihr bekommt eine minus 3. Ich habe schwere Reiterei. Ich bekomme eine minus 7. Dann haben wir noch die Differenz der Moral und der Professionalität. Meine Kavallerie ist Q3. Eure Infanterie ist Q2. Sind minus 2 Punkte. Nee, sind minus 3 Punkte. Und die Moral M3 zu M4 sind nochmal 3 Punkte. 2 Punkte. Ich glaube, dann haben wir es, ne? Also minus 3, minus 2, minus 2, richtig? Ich habe eine plus 8, minus 7, minus 3, minus 2 und ihr habt eine plus 3 einfach nur. Eine minus 3 einfach nur. Richtig? Wie du sagst? Glaube ja. Dann würfel ich mal meine Probe. Wer würfelt? Oh, dann mache ich. Einzeln. Gefällt nee, mir? Das sind 3W12. Ach oh. Gott. Hätte ich ja klappen können. Ach, Menno. Sorry. Ja, 4-8-3 wäre aber schön gewesen. So, von der 13 auf die 17 sind minus 4 und mal minus 6 auf die 19. Das heißt, mir fehlen 10 Punkte. Ich bin gerade aus dem rausgeflogen. Aus dann würfle ich schnell, wünscht mir Glück. Ich habe grandioses Würfelpech. Ah, ja, genau. Sag ich doch. Ich habe meine Kriegskundeprobe mit einer minus 2 geschafft. Ja, es wird bei uns nicht so ganz so, glaube ich. Euch fehlen einmal 2 Punkte und einmal 4 Punkte. Das sind insgesamt 6. Ihr habt eine Erleichterung von 3. Das heißt, euch fehlen 3 Sterne, dann habt ihr es mit minus 7 geschafft, oder? Ach so, stimmt, ja. Ihr habt minus 7, ich habe minus 2. Okay. Die Differenz ist minus 5, beziehungsweise 5. Das heißt, ihr seid irgendwo bei 65% Verlust. Ihr habt 65%. Und ich habe einen Verlust von 25%. Ich habe aber 40 Leute, beziehungsweise 42 Leute. Und davon 25% mal 0,25 sind nochmal 11, beziehungsweise 10. 10,5, 11. ja, ich hatte eben aus der 42, aus der 41 hatte ich eben 42, beziehungsweise aus der 43 hatte ich 42 gemacht. Na gut, ziehen wir 11 Leute ab, dann habe ich noch 31. Ja, 31.
Personen. Und wie viele fehlen euch? Die waren nicht voll, ne? Doch, die waren voll, oder? Die waren voll. 50, also 65% sind, haben noch 35% übrig, sind 17,5, 18. 18 Personen? Genau, waffenfähig. 11 sind alle bonded. Dann können wir hier das gleiche Spielchen machen. Da könnt ihr nochmal eine Probe für eure Kavallerie versuchen. Die Infanterie ist aber auch nur noch zu 50%. Das heißt, ihr habt eine Überzahl von 200%. Soll ich machen? Ja. Ein Modifikator von minus 12 für euch. Ja, schau, kaum würfelt Euruk hier. Nicht Eirik, Euruk. Sogar mit W20. 16, 19. dann kannst du die quasi auch als ausgelöscht betrachten. Schinxia! Rondra, da ist die Gräfin Adarie. Das ist Rondra. Minus, ich sag einfach mal minus 90%. Und ihr habt irgendwie sowas wie minus 10%, minus 5%. Das sind kleine Erfolge. Unsere Unterzahl baut sich immer weiter auf. Diese Infanterie wird ebenso ausbrechen und fliehen. Okay. Kommt noch die Miliz gegen die Reiter, oder? Ja, minus 55%. Die Miliz gegen die Kavallerie. Das ist wieder für mich. Schwere Reiterei ist eine minus 7. Ihr habt ein leichtes Fußvolk, das ist eine plus minus 0. Das ist die gleiche Größe, aber Qualität. Eure Qualität ist Q1 und meine ist Kavallerie 3, glaube ich. 3, ne? Ja. Sind minus 6 für mich, beziehungsweise minus 7 für die Kavallerie und die M4 zu M3 ist das sogar. Das ist ja gar nicht so viel, sind nur 2 Punkte. Aber der Anführer der Miliz, der ist halt auch, weiß ich nicht, Q2. Dann könnt ihr euch einen Q2-NPC nehmen. Ronga, magst du schnell? Ja. Q2-NPC nehmen. 12-12-12. Die haben eine 12-12-12 mit einem THW von 5. Genau, 6, das 15, heißt 6, nicht schlecht. 2 Punkte übrig. 2 Punkte ausgleichen. 2 Punkte. Ja, und ich habe wieder meinen Q3. Ich habe aber eine minus 7, minus 6, minus 12, minus 2. Sind 13, sind 15 Punkte, die ich als Erleichterung bekomme. Ich darf aber nur maximal meine 10er THW mitnehmen. Das heißt, ich habe minus 10, ihr habt minus 2. Differenz sind 8. Das bedeutet, ihr habt einen Verlust von 80%. Und meiner ist bei 15%. Okay, da stehen noch 10 Leute von unseren genau. Plätzen. Minus 15%. Wie viel habt ihr? 10 stehen noch. Minus 80 oder was? Ja, 40 Leute fallen aus oder sind verwundet, tot, wie auch immer. Ja. 10 sind noch da, die haben kampffähig. So, wir müssen ja uns jetzt überlegen, welchen Trupp wir helfen wollen. So, den oberen, die Infanterie, wo 18 Leute stehen, oder die 10er Miliz. Ich glaube, es wird auf die 18er Infanterie. Ja. Ich hoffe, wir kriegen den Kampf dort oben dann bewältigt, bis Verena da ist. Mhm. Und unsere Kavallerie, obere Kavallerie-Einheiten haben sich hoffentlich vereinigt und können jetzt in den Kampf eingreifen oben. Ich glaube, Frost ist jetzt eh erstmal dran, oder? Ja, ich ziehe meine Infanterie raus. Dahin. Zieh Varena von Mersing hier hin. Die Kavallerie ist immer noch im Gefecht mit denen. Dann nehme ich aber neuen Anlauf. Das heißt, ich fliehe nicht, aber ich nehme neuen Anlauf. Die Infanterie ziehe ich raus. Die sind immer noch am sich verbinden. Ich muss gerade mal gucken. Von 94% sind 6% 3 Leute. Hier habt ihr 3 Leute und hier habt ihr irgendwie, wie viel sind das? 85 von 15, 15 halbe sind 16, 8. Sind 8. Das heißt, insgesamt sind wie viel? 11 Personen kampffähig.
mit einer schwachen Moral. Die laufen neu an, die werden auch neu anlaufen. Natürlich die Frage, was die Miliz in der Zeit tut, die kommt nicht hinterher und die haben nur noch 10 Leute. Alopir nähert sich. Ja, das ist meine Bewegung. Dann seid ihr dran. Die darf sich bewegen. 18 Leute habt ihr hier. So, wie wäre es mit hier einem Tausch? Also die Kavallerie für die Kavallerie, die Infanterie für die Infanterie mit der Unterstützung der anderen Infanterie und der Miliz. Beziehungsweise die gehen ja gerade weg, gell? Die haben sich bloß gedreht, glaube ich, einen neuen Anlauf. Ja. Die Miliz flieht oben, die rote. Ja. Die sind vereinigt, gell? Ja. Ja, die kommen nächste Runde dann wieder ein mit 11 Leuten. Also, entweder wir versuchen es jetzt nochmal. Also es kommt jetzt halt drauf an. Entweder wir schaffen es jetzt, die Kavallerie hier zu brechen und die zu brechen mit denen zusammen. Und haben dann noch Alopir und diese Kavallerieeinheit vor uns. Während die Überlebenden von der Seite von hinten kommen. Oder wir ziehen uns ganz zurück. Also, aufgeben ist keine Option. Wir haben auch noch die neue Infanteriegruppe vor uns, die jetzt gerade aus der Burg rausgekommen ist. Genau, das deswegen sage ich ja, die hier und die hier gemeinsam auf die hier und die hier auf die hier. Ich würde die Miliz gegen den Drachen schicken als Drachenfutter und rückwärts in den Rückwärtsteil des Drachens die Söldner vorstoßen lassen. Dann haben wir aber immer noch die hier ungebunden. Richtig. Ich würde ja vorschlagen, die Infanterie gegeneinander kämpfen zu lassen, die obere unserer Infanterie gegen die ihre Infanterie zu schicken und unsere 11 Personen Kavallerie auch noch auf die obere Kavallerie zu schicken, auf die feindliche. Wir könnten überlegen, momentan sind nur noch die Pioniere in der Burg. Wir wissen vom Durchschlag und die Söldner dort zu positionieren. Wenn wir die Burg auf unserer Seite haben, der Belagerungs-Scharmützelkampf ist ein ganz anderer. Gleiche Situation wie vorher. Wir haben dann nur die Überlebenden mit einer Bresche in der Burg und sind hoffnungslos unterlegen. Vorhin, die haben keine die gehen einfach mit dem Drachen rein und essen die auf. Ja, genau. Die haben keine Feindkämpfer, die können sie eh nicht halten. Also mit 50 Mann kannst du eine Burg nicht halten. Die Überlebenden, vielleicht die Elver Kavallerie, die oben steht und Glück haben und das richtig manövrieren, kriegen wir auch einige der anderen Kavalleristen hier. Von den einen sind nur 5%. Vielleicht kriegen wir sie daher zurück. Dann haben wir Kavalleristen in der Burg drin, die uns da absolut nichts nutzen. Und wir verlieren alle unsere Infanterie. Ja. Ich sehe nur nicht, dass wir in einem Feldschlacht da glorreich rauskommen. Entweder wir schaffen es, also wie gesagt, entweder wir schaffen es jetzt, diese beiden Einheiten zu vernichten. Mit einerseits der Kavallerieeinheit und den beiden. Und haben dann die Überlebenden noch frei, um Alopir anzugreifen. Und schaffen es irgendwie noch, die Kavallerie mit der hier zu facen und irgendwie zu besiegen. Ich würde die 11 Personen oben gegen die anderen. Wir haben zwei Einheiten gegen eine Einheit, Kavallerie gegen die obere, die rote. Also, da, genau. Und eine Infanterie gegen eine Infanterieeinheit, die Miliz binden, gegen Drachen schicken, um die zu binden und mit unseren Söldnern, die Überlebenden, von hinten den Drachen anzugreifen. Was ein bisschen Sorgen macht, die Kavallerie unten. Die ist beweglich, die ist doof. Genau, die sind am neu anreiten und die anderen hier, die reiten auch nur neu an, die kommen gleich wieder. Deswegen sage ich, wir haben mit deren einen leichten Vorteil gegenüber der hier. Also die sind noch fast nicht verletzt, die haben Palmann verloren. Die hier schon mehr. Wenn wir jetzt mit den Kavallerieeinheiten die hier erledigen können, das ist jetzt halt pures Würfelglück, aber trotz alledem. Und mit der hier die Einheit zerlegen, also ein gesammelter Angriff, dann können wir die Miliz noch nutzen, um als entweder Kavallerie oder Drachenfutter zu verwenden und währenddessen die Überlebenden anstürmen lassen, sodass wir dann im Endeffekt nur noch die Kavallerie, den Drachen, als Gegner haben für die Überlebenden und diese drei Einheiten, beziehungsweise das, was von denen noch über ist. Klingt nach Plan, glaube ich.
Ich sehe nur keine Chance, dass die Infanterie da oben den Kampf mit der Kavallerie aufnehmen kann. Ich sage nicht Infanterie. Diese so, Kavallerie ich habe mich bereits bewegt. Ich möchte jetzt eine Entscheidung haben. Erstmal, was macht die, was machen die Überlebenden? Das ist das Erste, was ich wissen will. Die haben so oder so, haben die entweder machen die gar nichts oder sie haben eine sehr lange Bewegungsreichweite. Also die müssen sich jetzt vielleicht sogar, weiß nicht, enttarnen, kommen aus dem Hinterhalt, was auch immer. Aber was tun die jetzt hier? Wir sagen, wir kämpfen, also gehen sie raus. Dann werden die von der Kavallerie wahrscheinlich gefokust. Deswegen geht diese Miliz den hier hinterher, also geht hier in den Weg rein. Die 10 um den Leute? Ansturm abzuhalten. Ja, die sind nur Fleischfutter. Die sind einfach nur dafür da, die Kavallerie abzuhalten. Wow, gib mir mal eine Mutprobe. Auf die 12. Auf die 12 und jetzt Schreckgestalt, Varina von Mersing. Nee, ja, das ist ein W12. Mensch. Ja, warte. Hier. 13. Ach. Nee. Mit Schreckgestalt gebe ich euch nochmal eine +3 auf die Mutprobe, also die 9, die ihr treffen müssen. Albuins wütendem Preios-Mob bräuchte man jetzt. Sprich, die Miliz dreht um und flieht. Dann die Kavallerie auf diese. Warte mal, wir fangen erstmal mit dieser Infanterie an. Jetzt gehen wir von unten nach oben. Die haben sich bewegt. Der hat sich nochmal gedreht. Das heißt, Varena sucht gleich den Kampf dorthin. Die sind rausgeritten. Die fliehen. Was macht die? Ja. Auf die frische Infanteristen, alles klar. Zusammen mit denen. Dann Kavallerie. Was macht die? Die prescht in die. Also die müssen sich einmal umdrehen, deswegen kommen sie auch nicht ganz ran. Die haben sich aber auch gerade umgedreht. Und diese Infanteristen vereinigen sich jetzt mit denen? Ja. Ja. Okay. Dann... Und unsere obere Kavallerie haben wir auch. Die 11 Personen da oben. Ja. Okay, die reiten auch wieder neu an. Ich würde dich hier runterreiten lassen. Dass selbst wenn die hier auf die Überlebenden gehen, dass die hier denen immer noch in den Rücken fallen können. Stimmt, können wir auch machen, ja. Gut. Im Weil Vorbeigehen kann man vielleicht die hier noch irgendwie wegschnetzeln oder sowas. Mal sehen, aber dann reiten die von hier oben dahin. Oh Gott, und wir haben auszuwürfeln diese Begegnung hier. Ansonsten passiert nicht so viel. Das ist 18 und 55% von 50... 24, 23 Personen, 23 und 18. Dann sind die irgendwo bei 40? 41. Und die sind frisch. Gut, das heißt 50 zu 40 oder 41. Und das ist eine Unterzahl von, ja, wieder +8 für euch. Ihr bekommt eine +8 für die Unterzahl. Ich bekomme eine ich bekomme eine +3 für Überzahl. Es sind die gleichen Heere, es sind die gleiche Leiterreiterei. Ich glaube, wir können tatsächlich die Würfel schwingen. Achso, genau, die Qualität ist wieder unterschiedlich. Infanterie, ihr habt Q2, M3 und ich habe die Mordbrenner mit Q4. Sind -6 und -2. Ja, dann würfel ich diesmal. Das ist ein guter Wurf. Oh, eine Doppel-20. Nee, ich habe nur eine 20. Das sind 2. Nee, das sind 10. Verdammt. Ach, ich bin blind. Ich muss gerade mal rechnen. Ich habe einen Talentwert von 10. Ich habe eine -6, -2 sind -8, +3 sind -5. Das heißt, ich kann 5 ausgleichen, reicht aber nicht auf die 13. Das heißt, mir fehlen 3 Punkte, 2 Punkte. Ich habe also eine -8. Und ihr habt eine -10, kann das sein? +8 haben wir. Also, ja. Also, ihr habt eine +8, genau. Das heißt, ihr habt eine -2. Ich habe eine -8, ihr habt eine -2, die Differenz ist 6. 8, oder? Von 8 auf 2 sind 6. Achso, hast du gedacht von -10? Okay. Ich dachte, ihr hättet -2. Ich dachte, ihr hättet eine -10, aber durch die +8 da drin. Die Unterzahl. Genau, die Unterzahl. So, 6 Punkte sind 25% bei mir. -25%. Und ihr habt eine +6 sind
65% Verlust. Und ich nehme euch einfach mal gerade die weg und mache da einen größeren draus. 65%. 43 Personen minus 65%. Um 28 Verluste, also 15 müssen übrig sein. Ich glaub, 15 Kopf, Personen? Ich glaube, wir müssen Kopf gerechnet, keine Ahnung, stimmt. Ja, das hört sich richtig an. So, ich hatte minus 25% von 50. 13. 13 Verluste bleiben 41. Bleiben 38? 39? 37? 37. 37 Personen. Und ihr habt noch 15. Das war die einzige Begegnung in dieser Kampfrunde. Nächste Kampfrunde. Die Kavallerie 31 zu 5. Die reiten weiter. Reiten weiter. Die gewinnen diese Scharmützel, das heißt, die bleiben hier dran. Diese Kavallerie dreht ab. Und die dahin. Flucht? Ich würde dir mit der oberen Kavallerie dem Drachen in den Rücken fallen. Ja. Aber ich sehe jetzt sehe ich halt keine Möglichkeit mehr zu gewinnen. Nee, wir kommen nicht mehr schnell genug zum Wald mit der überlebenden Einheit. Die hat genau einen Zug gebraucht, um so weit zu gehen. Dann bräuchte sie einen Zug genau wieder zurück. Aber die Kavallerie kann da direkt reinchargen. Nee, die haben ihren Zug Rücken. Schon. Wir sind jetzt dran. Die haben ihren Zug gerade gemacht. Jetzt sind wir dran. Meinst du, wir können die Position im Wald schnell genug aufnehmen? Also, hier haben wir eh verloren. Im Wald haben wir noch eine Chance, wegzukommen. Also es geht jetzt nur noch darum, wegzukommen. Du willst deine Überlebenden schützen. Ja, natürlich. Aber das sind Söldner. Natürlich, wenn die sehen, hey, die Schlacht ist hoffnungslos verloren, ja. Wir haben keinerlei Chance mehr, dann lieber an einem anderen Tag kämpfen. Gut. Wir sind ja nicht Rondra. Wir sind ja nicht bescheuert. Ja. Und die Kavallerie... Ja, die Überlebenden gehen halt in den Wald. Ich meine, was bleibt denen anders über? Das ist ein fetter Drache und eine Kavallerie in der Flanke. Söldner! Söldnerpack! Okay, die Überlebenden brechen wieder ab, laufen damit an und sehen, dass Alupi Ansturm nimmt als riesiger Höhlendrache, mehrere hundert Jahre alt, und drehen wieder um, versuchen ihr Glück im Wald. Das schaffen sie vielleicht. Die Kavalleristen wären zumindest im Wald höchstwahrscheinlich unterlegen. Was mit Alupi ist, wisst ihr nicht. Was tun die? Also vielleicht können wir es noch schaffen, diese Einheit mit der Kavallerie auszulöschen und dann die hier noch gesammelt zurückziehen zu lassen. Genau, Rückzugdecken irgendwie. Ja. Die beschäftigen und die Infanterie... Also wenn ihr mit denen hier da reinprescht, dann drehe ich aber auch wieder um, ne? Ja, das ist es eben. Ich glaube, wir sollten jetzt den Rückzug decken, nicht, dass uns die Gräfin hier noch wegstirbt. Ja. Gut. Das bedeutet, Schlacht verloren, Infanterie wird... umdrehen und mit der Deckung der Kavalleristen diese Infanterie ziehen lassen, stehen lassen, und die Verwundeten, die Kavalleristen bleiben dann auch weg und der Rückzug wird gedeckt. Das würde passieren, wenn die Helden nicht anwesend sind. Die Helden sind das Zünglein an der Waage und können eventuell diese verheerenden Katastrophen abwenden. Schauen wir mal, was passieren wird.